Nachdem Moist über die ganzen Rapper ausparkt, sind jetzt die Leute dran, die sie beschützen. In einer Audionachricht holt er alles raus, was die Community noch nicht kennt. Einen Clan macht er damit extrem sauer. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Nachdem Moist aus dem italienischen Knast entlassen wurde, ist er nicht mehr aufzuhalten. Er glaubt, Anis und San Diego haben ihm eine Falle gestellt. Aber auch Kollege, Farid oder ein Clan sind da involviert in den Beef. In einer knapp 4 Minuten Sprachnachricht spricht Moist über den angeblichen Betrug von Kollega. Weitere Infos dazu findet ihr übrigens in meiner exklusiven WhatsApp-Gruppe. Link dazu gibt es auf Insta oder in der Bio. Aber auch unzensierte Aufnahmen zu der nächsten Geschichte gibt es auch. Denn Moist greift den Sado-Clan an. Er behauptet, dass ihr BBM-Oberhaupt eine Vorgeschichte mit einem Fan hatte. Auch das Fangirl meldet sich zu Wort. Sie packt die komplette Geschichte aus. Ihr ganzes Statement ist nun online. Bitte beachtet, es gilt so lange die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen wird. Rapper San Diego hat sofort Stellung bezogen und behauptet, dass Moist lügt und dass so ein Vorfall nie stattgefunden hat. Zu keinem Zeitpunkt hat Salah Sado jemals sowas gemacht, laut der Aussage von San Diego. Alles, was mit dir heute passieren wird, ist, weil du den Namen meiner Mutter in den Mund genommen hast. Weil die weg ist, auch den Namen meiner Mutter in den Mund genommen hat. Und weil sie mit dem ist.